Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Erstmal hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Und auch nochmal ein ganz offizielles Hallo an Romy Höhne, die ist auch dabei, Politikwissenschaftlerin ihres Zeichens. Ja, hallo, guten Abend. Ich freue mich total. Ja, ich mich auch. Und mittlerweile hat sich ein bisschen was getan. Hier oben rechts in der Ecke 1.06, das war letztes Mal noch 1.05. Es gibt eine neue Alpha-Version. Es wurde einiges geändert, auch an unseren Situationen, welche Sachen wie darauf wirken. Also das ändert sich auch noch immer ein kleines bisschen, aber ohne, dass die Aktionen, die man vorher gemacht hat, unwirksam werden. Also es wird noch an der Spielbalance gebaut und tatsächlich, es ist großartig gemacht von den Leuten, die das hier entwickeln. Allen voran Cliff. Ich habe mir das Update runtergeladen. Es hat alles übernommen, alle Einstellungen, die vorher waren. Und hier kann man jetzt Vote on Developer Priorities. Also man kann jetzt hier quasi abstimmen, worauf denn die Entwickler jetzt als nächstes schauen sollten. Auf jeden Fall hat es einfach so funktioniert. Ich habe die neue Alpha-Version installiert und zack, boom, alles da. Und auch unser Spiel ist einfach so übernommen. Also das ist nicht selbstverständlich, muss ich sagen. Auch heutzutage noch nicht ist das so selbstverständlich. Ich habe was runtergeladen, ich habe es installiert und es ging einfach. Das ist, da macht jemand seinen Job wirklich gut. Und jetzt wollen wir mal weiterspielen. Ich bin mir nicht sicher. Wir hatten gerade 0, genau. Wir hatten einiges ausgegeben auf verschiedene Politiken und wollten jetzt nächste Runde machen. Da waren wir stehen geblieben. So. Quarterly Report. Royal Scandal. Ah, wir sind ja, also ein königlicher Skandal. Wir sind ja in England. Königlicher Skandal. Ein prominentes Mitglied der Königsfamilie wurde beschuldigt. Oh mein Gott. Verdächtig viel Zeit mit einem verurteilten Sexualstraftäter verbracht zu haben, obwohl dieses Individuums, die Vergangenheit dieses Individuums weit bekannt ist. Es wurde beschrieben als schlechte Einschätzung und sehr verdächtig. Wie wird die Regierung reagieren? Also entweder die Monarchie unterstützen. Niemand erwartet von der Regierung, dass sie öffentlich die Monarchie kritisieren. Oder criticize the monarch, also die Königsfamilie kritisieren. Wie kann man das einfach so stehen lassen, ohne es zu kommentieren? Wären die Kurzformen. Tja, was machen wir als Monarchie? Stopp. Ich weiß nicht, hast du gerade wahrgenommen, dass ich so ein bisschen erschrocken, erschüttert war, als ich diese Beschreibung hörte? Weil das ist ein aktueller Fall, um den es hier geht. Wirklich? Es geht um Prinz Andrew und seine Verbindungen zu Jeffrey Epstein. Das ist gerade nicht aus der Luft gegriffen, das passiert gerade. Okay. Und das ist gerade, kann er mich schockt. Verrückt. Also es gibt wohl da müsste ich jetzt wirklich nochmal nachgucken. Es gibt Ermittlungen des FBI gegen Jeffrey Epstein und gegen Ghislaine Maxwell. Jeffrey Epstein ist inzwischen verstorben. Ghislaine Maxwell ist inhaftiert, soweit ich weiß. Und Prinz Andrew soll mit zu dieser Gruppe an Menschen gehören, die sehr eng mit Jeffrey Epstein verkehrt haben. Und es gibt auch den Vorwurf von einer Überlebenden, dass Prinz Andrew sich an ihr vergangen hätte. Das ist allerdings nicht vom Gericht bestätigt. Das ist erstmal nur der Vorwurf. Mhm. Aber das ist ein echter Fall, um den es hier geht. Und das, das muss ich mal ganz kurz atmen. Das war mir nicht klar. Das ist
Ich habe überhaupt gar keinen. Ich bin jetzt gar nicht mit der. Tatsächlich, ich bin so fokussiert. Wir wollen jetzt dieses Spiel spielen. Und das ist krass. Das überrascht mich jetzt auch, dass es tatsächlich eine Verbindung zur realen Welt hat. Aber ich habe das auch. Habe diese Vorwürfe gar nicht mitbekommen. Also, wenn ich jetzt Zugang zum Twitch-Chat hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich versuchen, euch noch irgendwie 2, 3 Quellen zu schicken. Aber gebt einfach mal bei Google ein. Ich gehe davon aus, ihr werdet auch relativ zügig über aktuelle und seriöse Quellen stolpern. Also total verrückt. Und ja, und grundsätzlich, ich meine, es geht hier mal unabhängig davon, ob das jetzt so ein echter Fall wäre oder nicht. Erstens mal ist es kritisieren. Ich kann doch kritisieren, wen ich will. Und hier geht es um Straftaten. Und da ist mir das eigentlich egal, ob jemand aus dem Königshaus die begangen hat oder jemand wie du oder ich. Ja, mein Gott. Also dieses Update ist vom 12. Ja, genau, 12. August ist dieses Update. Ja, spannend. In Anlehnung an Dinge, die tatsächlich passieren. Ja, das schockt mich gerade ein bisschen. Ich schicke jetzt gerade dir, André, nochmal einen Artikel aus dem Jahre 2019. Also der ist jetzt genau, Dezember 2019 vom britischen Guardian. Also ist alles schon ein bisschen her, aber das war, glaube ich, der Anfang dessen, dass Prinz Andrew sich immer weiter aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und, glaube ich, auch keine offiziellen Dienste mehr tun darf für die königliche Familie. Okay. Das müsste, aber ja. Auf jeden Fall ein echter Fall, ich bin geschockt. Holla. Das eignet sich für die politische Bildung und so gesellschaftliche Bildung immer mehr, finde ich. Ja. Ach, interessant. Der Entwickler selber, Cliff, regt sich da aber auch göttlichst drüber auf, über diesen Fall. Also kein Wunder, dass das in sein Spiel einbaut. Wie spannend. Okay. Also an der Stelle würde ich auch sagen, es ist eine Straftat. Wie könnte eine Regierung das nicht auch kommentieren? Also... Ja, also wir sind ja nicht in der Monarchie. So, Punkt. Wir sind in der Demokratie und in einem Rechtsstaat. Okay, also kritisieren wir das Königshaus. Ja, also Patrioten finden das nicht so gut. Die Zustimmung geht um 9 zurück. Na klar, also Patrioten in England sind dann wohl auch Royalisten, würde ich sagen. Ja. Liberale finden es gut und die Konservativen finden es auch ein bisschen doof. Welt auf. Wir haben im Gegensatz zu letztens nur noch 18 und nicht mehr 19. Das liegt vermutlich daran, dass hier einer Minister in der Loyalität etwas gefallen ist. Kapitalisten und Umweltschützer, für die hat er Sympathien. Sind wir denn so schlecht mit den Kapitalisten? Anscheinend. Ja. Naja, vielleicht. Ja. Kabinett werden wir uns auf jeden Fall auch drum kümmern müssen. Gehen wir mal kurz unsere Problemchen durch und davon hatten wir eine Reihe. Die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft. Ist großartig. Ist ein klein wenig. Großartig. Ist immer noch ziemlich hoch. Wir haben eine kleine Delle rein verursacht. Dann haben wir überfüllte Krankenhäuser. Das geht runter. Ja. Also hier, da sind wir auf einem richtigen Trend, weil wir haben was für die Gesundheit getan. Dann haben wir hier die Asthma-Epidemie, könnte man sagen. Die geht hoch jetzt gerade. Dann Fettleibigkeit. Fettleibigkeit, wir haben was für die Gesundheit getan, nämlich also Junkfood-Tax haben wir eingeführt. Und die ist noch am Wachsen. Das heißt, hier geht es auch runter, aber wir sind noch weit entfernt vom Stopptrigger hier. Genau, hier haben wir einige Sachen eingeführt. Dann haben wir Alkoholmissbrauch. Oh, Alkoholmissbrauch, das geht runter. Durch die gemeinschaftliche, also Community Policing, da haben wir was dran gedreht. Das zeigt Effekt. Wir haben noch Alcohol Awareness Campaign, haben wir noch auf dem Zettel. Auf jeden Fall geht das hier runter und wir haben was an der Alkoholgesetzgebung getan, wenn mich nicht alles täuscht. Dann haben wir organisierte Kriminalität. Die geht krass runter.
Wegen unserem Zeugenschutzprogramm und wegen Community Policing. Das ist sehr gut. Dann haben wir hier Straßenbanden. Auch die geht runter. Nicht so krass wie die organisierte Kriminalität, aber das Community Policing greift da auch ein. Und wir haben hier Ghettobildung. Das ist auf einem ganz langsamen Trend nach unten. Das waren unsere Probleme, vor denen wir stehen. Und wir haben ein Defizit von 24 Milliarden Pfund und eine Staatsschuld von 1,87 Billionen Pfund. Also da oben ist es halt in englischer Schreibweise. Billion ist Milliarde, Trillion ist Billion. Was machen wir? Hast du dich ein wenig erholt von dem Reality? Ja, total. Ich habe ein bisschen Angst, was bei der nächsten Runde dann kommt. Und ob das jetzt jede Woche so ist, wenn sie ein neues Update rausbringen, dass ich irgendwie kurz vorm Herzinfall bin und am liebsten die aktuellen Tageszeitungen international hier liegen hätte. Puh. Gut, aber kommen wir mal wieder hierzu. Ich würde mir das mit dem Geld gern nochmal angucken. Okay. Denn also wir hatten beim letzten Mal überlegt, dort nochmal so ein Stück Geld in die Bildung rein zu investieren. Und es gab den Wunsch beim letzten Mal, sich auch den Bereich Mieten und Häuser und Wohnen irgendwie nochmal anzuschauen. Okay, wollen wir dann mal erstmal hier auf das Geld gucken, also unser Einkommen. Mhm. Ich versuche jetzt erstmal neutral darauf zu gucken, weil tatsächlich ist es so, diese roten Kreise wirken total auf mich. Es ist irgendwas rot, also versuche ich an diesem Problem zu arbeiten. Und das Erste, was mir auffällt, ist hier Tabaksteuer. Und wir haben die Asthma-Epidemie. Hier müssen wir auch mehr Geld einnehmen können und was gegen dieses Problem tun. Also ich bin dann irgendwie immer total das, was gehighlightet ist, problemorientiert. Aber das, was du gesagt hast, gefällt mir auch sehr gut. Also ein bisschen Geld verdienen. Das ist das, was wir an Einkommen haben. Das ist interessant. Das hier gab es auch noch. Also Government Borrowing, also Leihen durch die Regierung. Ah, unsere Schuld ist das. Genau, das sind die Sachen, die wir am internationalen Kapitalmarkt versuchen zu bekommen, damit wir unsere Sachen finanzieren können. Und ja, in meiner Wunschvorstellung kriegen wir diesen Betrag ein Stück weit runter. Aber auf der anderen Seite, wenn Staat keine Schulden machen kann, wie ist denn eigentlich unsere internationale Kreditwürdigkeit? Das hatten wir doch auch irgendwo mal. Weil wenn das im Endeffekt relativ günstig ist. Naja, das hatten wir bei dem anderen, war das in also bei dem Vorgängerspiel hatten wir das, dass unsere Kreditwürdigkeit angezeigt wurde bei bestimmten Ereignissen. Wir können mal hier gucken. Budget Report. Achso, nee, das ist das. Economic Forecast ist auch dieser Graph. Nee, dann wüsste ich jetzt nicht, wo ich das direkt mir abrufen kann. Ja, warten wir mal. Vielleicht kommt es ja beim nächsten Mal. Wir haben, glaube ich, beim letzten Mal auch die Tabaksteuer schon angepasst und sind da schon ein Stück hochgegangen, wenn ich mich recht entsinne. Gucken wir mal auf die Einkommen. Ja, wir haben sie erhöht. Vor 2 Runden, genau. Haben wir sie erhöht. Ist jetzt die Frage, ob das uns jetzt hilft, wenn wir da nochmal rangehen. Wir haben halt immer noch eine relativ hohe Asthma-Zahl, glaube ich. Also das war ja noch eins unserer Probleme. Ja. Die Asthma-Epidemie oder wie. Genau, und die geht sogar noch ein klein wenig hoch. Wir haben versucht, ein bisschen auf Car-Usage zu gehen und Sachen, die für die Umwelt gut sind. Also was das begünstigt, ist der Tabakkonsum und die Autobenutzung. Und das hier geht gerade hoch. Ja, also ich wäre hier auch dafür ein bisschen radikaler, in Anführungszeichen radikal, ein bisschen deutlicher reinzugehen, vielleicht die Tabaksteuer anzuheben und im Umkehrschluss überlegen, was wir an öffentlichen Verkehrsmitteln noch machen können, damit auch die Autobenutzung zurückgeht.
eventuell, da gab es doch so ein Fahrrad oder irgend so ein Fahrradprogramm. Ich bin ja ein Fan vom Fahrradfahren, deswegen. Ja, aber dann gehe ich erstmal an die Tobacco Tax. Das wird sich noch auf die Tobacco Usage ausüben. Das dauert halt 8 Runden und wir haben es erst vor 2 Runden angehoben. Wir können hier nochmal anfassen und nochmal einen nach oben gehen. Kostet uns 8, dann haben wir noch 10. Also wir können jetzt unser Einkommen nochmal um 500 Millionen aufbessern. Der Ziel ist ja, dass weniger Leute rauchen. Ja. So grundsätzlich. Und das heißt, das tut jetzt Rauchen tut jetzt also finanziell weh, das wollen wir auch, richtig? Ja. Dann können wir das auch so machen. Okay, dann machen wir das hier mal mit 8. Oh, ich guck mal gerade. Ja, 8. Okay. Sehr schön. Und dann sagtest du Transport. Bicycle Subsidies, also Förderung für Fahrrad, also Zuschüsse, wenn sich jemand ein Fahrrad kauft. Dann haben wir Zuschüsse für Busse, also Biofuel, also für Biokraftstoffe, Zuschüsse, weiß ich jetzt nicht. Zuschüsse für Busse. Schön, das war das letzte Mal bei Democracy 3, war das nur für ältere Leute gedacht. Und hier ist es scheinbar jetzt mal für alle. Ja, tatsächlich. Auch schön. Ja. Carpooling-Campaign, also dass man Carpools einführt. Was ist denn die Telecommuting-Initiative? Das ist Arbeiten von zu Hause, also Homeoffice-Geschichten. Naja, wir wollen ja auch, dass die Leute weniger Auto fahren. Das kostet uns nicht viel. Das stimmt. Es kostet uns wenig politisches Kapital und auch wenig Geld. Mhm. Ja, wollen wir es einfach mal so direkt, also... Ja. Okay, dann gucken wir mal, wie hoch wir damit gehen. Also, Medium wird es uns vorgeschlagen. Commuter, also Pendler finden es gut. Die Anzahl der Pendler geht zurück, also die Mitgliedschaft der Pendler. Die Autobenutzung geht zurück. Und zwar schon in 4 Runden um 10%. Das ist gar nicht schlecht. Super. Für relativ wenig Geld. Und ansonsten. Die Eltern mögen uns endlich wieder. Die Eltern. Aber ja. Wir könnten damit auch noch. Wir könnten damit auch noch hochgehen. Also. Ich sehe. Von jetzt, mir aus, wir können schon. So, auf Medium würde ich es schon lassen. Wo ist denn hier? Da. Wir wollen ja auch die Arbeitgeber dazu bekommen, dass sie da auch noch mitmachen, dass das nicht alles staatlich finanziert ist. Also 500 Millionen geben wir dafür aus. Ja. Und Autonutzung geht runter um 10,8%. Das ist ein guter Trade und vor allem relativ schnell auch, also in 4 Runden. Mhm. Das gefällt mir. Mir auch. Dann gucken wir noch mal hier rein, noch mal weiter in Transport. Was haben wir noch über? Die Förderung für Fahrräder ist auch relativ günstig. Also von 35 Millionen geht's los bis 260 Millionen. Kostet auch nur 2 politisches Kapital einzuführen. Oder das ist sogar noch günstiger, also Fahrgemeinschaften zu bilden, also eine Kampagne dafür zu machen, Fahrgemeinschaften zu bilden. Also grundsätzlich ist dem ja nichts, also ist dem nichts entgegenzusetzen. Ich weiß nicht, ob wir eine Entweder-Oder-Entscheidung machen müssen. Oder wir können auch beides machen, ja sicher, wir können beides machen. Wir haben für beides noch genug politisches Kapital. Dann finde ich, glaube ich, beides ganz schön. Okay, dann machen wir die Fahrgemeinschaften als erstes. Okay, das ist tatsächlich nur, wir geben Geld aus und es geht einfach nur auf die Fahrzeugbenutzung zu. Da würde ich einfach mal volles Met gehen und wir kriegen minus 3,8% Fahrzeugnutzung in 8 Runden. Ja.
Okay. Und Bicycle Subsidies, also Förderung für Fahrräder. Da ist es gut für die Gesundheit. Es greift direkt auf die Fettleibigkeit an, ein klein wenig auf jeden Fall. Tja. Also da können wir auch gerne ein bisschen höher gehen. Das hat so viele positive Auswirkungen, zwar alles erst nach einer Weile, aber es sind alles Dinge, die wir sowieso angehen müssen. Wir müssen die Gesundheit angehen, inklusive des Übergewichts. Das wäre schon, ja, warum nicht? Auf 200 Millionen oder noch höher? Ah ne, 200 ist super. Okay. So, dann bleiben uns noch 4. Oder wir heben die 4 auf, weil wir gerade nicht so wahnsinnig 4 haben. Das stimmt. Und wir gucken mal, was es tut. Wobei, die Fahrzeugnutzung geht halt erst langsam runter. Ja, aber das ist ja bei einigen Dingen so. Manche Dinge brauchen ihre Zeit. Ja. Ja, stimmt. Ja, ich dachte jetzt so, wir könnten noch mal gucken, was wir hier eventuell noch mal anfassen können. Aber ja, wir gucken einfach mal, wie sich's entwickelt. Ich habe auch das Gefühl, dass Democracy 4 jetzt durch dieses System halt auch dafür sorgt, dass man sich auch ab und zu mal was aufbewahrt, um mal einen Effekt zu sehen. Oder unser Spiel, unsere Art, an die Sache ranzugehen, hat sich vielleicht ein bisschen geändert. Aber okay, dann würde ich sagen, nächste Runde, ne? Message from Minister Cody White. Ist der Minister für Industrie, ist unzufrieden mit der aktuellen Situation, wie wir Politiken umsetzen, weil er unterstützt wird von Kapitalisten und Umweltschützern. Es gibt die Gefahr, dass er in Zukunft mehr Zeit zu Hause mit seiner Familie verbringen wird. Okay, und er, oh, das ist auch neu, dass hier jetzt vorgeschrieben wird, suggested policy, also eine vorgeschlagene Politik, die man implementieren sollte. Carbon Capture vielleicht and Storage. Ja, können wir uns ja mal angucken. Carbon Capture and Storage, also CCS in kurz, also ich glaube nicht, dass es ein deutsches Wort dafür gibt, aber die Idee ist tatsächlich, dass man Kohlenstoffdioxid einfängt und quasi es speichert. Also CO2 aus Kraftwerken direkt einfängt und verpresst in unterirdische Stollen, wo früher Erdgas drin war, oder in anderen Tankanlagen oder so. Speichert, also das nicht in die Umwelt rauszublasen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht so wirklich viel darüber, aber das, was ich im Kopf habe, ist es halt vor allem so eine Technologie, die so aus der Ecke kommt, naja, wir können einfach so weitermachen mit fossilen Brennstoffen, wir sorgen nur dafür, dass das CO2 nicht mehr entweicht und speichern es irgendwo. Das ist jetzt nicht wirklich eine Technologie, wo ich sagen würde, die ist sehr zukunftsträchtig. So wie ich das im Kopf habe. Und es ist sehr teuer, wie ich hier jetzt gerade sehe. Einführen kostet 7 politisches Kapital, aber Potential Costs sind von 1,2 Milliarden bis 5,8 Milliarden, die uns das kosten würde. Also, mein Bauchgefühl, das muss ich jetzt mal tatsächlich aufs Gefühl schieben, sagt mir, ach komm, lass uns erstmal andere Dinge machen. Wenn ich gerade hier schaue, was wir machen könnten an wirtschaftlichen Unterstützungsmaßnahmen für das Geld, was wir hier bezahlen sollen, denke ich, ach komm, wir müssen langfristig unser Bruttoinlandsprodukt irgendwie aufbauen, unsere Wirtschaft konkurrenzfähig halten. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade hilft. Ja, und vor allem ist es halt, ne, es wird einfach nur, es ist im Prinzip ist es Greenwashing von existierenden fossilen Energieträgern. Da muss ich auch sagen, nee. Da würde ich eher darum gucken, weil wir sind ja quasi ja blind reingekommen. Es wäre eher an der Zeit, dass wir uns mal angucken, was denn unser Kabinett so macht, wenn hier schon einer meckert.
mit so einem Vorschlag. Oh, okay. Und eine Situation. Ach, cool. Es gibt ein königliches Kind. Süße Babyfotos wurden veröffentlicht und so weiter und so fort. Die Konservativen finden es gut und der Tourismus geht um 5% hoch. Das ist ja mal spannend. So ein krasser Einfluss. Ah. Ja, schön. Liebe Königsfamilie, herzlichen Glückwunsch. Ja, wir freuen uns immer. Und es gibt mehr Neuigkeiten. Also das ist hier ja, es gibt einen neuen Großspender. Sehr gut. Wir haben einen neuen, sehr wohlhabendes Individuum angezogen, das zu unserem zukünftigen Wahlkampf-Fund spendet. Wir sollten darauf achten, dass wir unsere Spender glücklich halten. Da werden wir auch gleich mal drauf gucken, ne? So, und jetzt haben wir wieder eine Situation, die kurz vorm Ausbruch steht. Dr. Strike. Ja, wir haben was für die Gesundheit getan. Es ist wieder ein Stück runtergegangen. Also es fängt erst an, ein wirklicher Zustand zu werden, wenn wir über den Start-Trigger drüber kommen. Und mittlerweile werden wir gewarnt. In Democracy 3 war es noch nicht so. In Democracy 4 werden wir jetzt gewarnt, wenn so etwas kurz vorm Start-Trigger ist, um auch etwas dagegen zu machen, was ich sehr cool finde. Mhm. Okay, so und jetzt haben wir hier Tonight's Headlines. Ein besonderer Bericht scheint ein neues Licht auf schockierend hohe Raten von Sozialbetrug im Wohlfahrtssystem. Ja, da können wir uns auch direkt die Politiken angucken. Welfare Fraud Department, also eine Kontrollbehörde, die Unterstützung kontrolliert. Also Arbeitslosengeld, Sozialhilfe und so eine Scherze. Das also quasi eine eigene Behörde gibt, die untersucht, ob jemand da Betrug mit veranstaltet. Das ist auch eine, also Potential Income ist relativ wenig, aber immerhin. Also es ist quasi, es kommt ein bisschen was rein zusätzlich. Und wenn darüber berichtet wird und es kostet nur 4, es einzuführen. Naja, ihr müsst mal gucken, welche Abstufungen das gibt. Ich finde diesen Hinweis, der eigentlich oben in der Beschreibung schon steht, dass es sein kann, dass man Leute, die an sich Ansprüche haben, dass man die gegen sich aufbringt, weil beispielsweise die Kontrollen zu hart sind oder man eher so von so einem Generalverdacht ausgeht. Das finde ich schon ganz spannend auf der anderen Seite. Ja, wir auf jeden reden Fall. Über die Ausgabe des Geldes, was super viele Leute mit ihren Beiträgen reingegeben haben ins Sozialsystem, und insofern muss es damit auch einen verantwortungsvollen Umgang gehen. Und deswegen würde ich nur gucken, dass wir es nicht zu hoch ansetzen und diesen Bereich gar nicht als Einkommensquelle wahrnehmen. Wenn was im Plus rauskommt, ist schön, aber dass wir es nicht zu hart angehen. Ja, ich würde es auch nicht als Einkommensquelle sehen. Ich würde eher sagen, es ist eine Kontrollinstanz, die nichts kosten sollte. Sehr gut. Okay, aber dann würde ich jetzt hier direkt auch mal implementieren drücken. Tja, also die Meinung der Armen, die findet es natürlich nicht so gut. Konservative und mittlere Einkommen finden es toll. Aber ansonsten hat es, so wie es aussieht, keine Auswirkungen auf andere direkte Faktoren. Ah, okay, und wir haben wir hier, also wenn man es auf Mittel lässt, dann haben wir Werbekampagnen im Fernsehen. Ach, sehr entspannt. Mhm. Interessant, ja. Was passiert denn in den höheren Stufen? Das würde mich mal... Es bleibt bei Werbekampagnen? Nee. okay. Verdeckte Ermittler. Ja, ich wollte es nicht zu einer Ermittlungsbehörde machen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst oder die Menschen im Chat, aber so, mir würde Werbung reichen, das bringt uns immer noch was. Ja.
Sollen wir einen ganz kleinen, aber ich würde es halt tatsächlich auch nicht als Einkommen sehen, aber ich würde es halt tatsächlich einfach so in der Mitte lassen. Ja. Okay. Führen wir das mal ein und ansonsten haben wir jetzt hier unsere Reports und da gucken wir jetzt eh gleich einmal drauf. Mhm. Die Kriminalität ist anscheinend runtergegangen und Gesundheit ist hochgegangen nach den Sachen, die wir jetzt gemacht haben. So. Oh! Und wir haben ein Achievement. Subsidy Sam. Wenn du etwas erledigt haben willst, dann unterstützt man es finanziell. Oh Gott. Okay, wir haben sehr, sehr viel. Wir haben sehr, sehr viel bezuschusst. Busse, Fahrräder und so. Und das hat anscheinend dieses Achievement unlocked. Okay, unser erstes Achievement, das wir unlocked haben. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall einen zauberhaften Tag.